Hey du lieber Rock'n'Roller! In diesem Video möchte ich dir ein paar Alternativen zu den konventionellen Produkten zeigen, in Rohkostvariante oder zumindest in gesünderer Variante. Also zum Beispiel angefangen beim Mehl. Gerade beim Umstieg finde ich das sehr schwierig. Du kannst, wenn du tust dir leichter, wenn du am Anfang in deine Smoothies zum Beispiel viele Kerne reinmischt, also Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Kürbiskerne, Sesam, Mandeln, was auch immer, oder auch ein paar Nüsse. Damit wirkst du einfach so einem Heißhunger auf Mehlspeisen ganz gut entgegen. Also mir hat das sehr gut geholfen, da kannst du am Anfang auch großzügig sein. Später sollte natürlich die Kernnussmenge reduziert werden und die Blattgrünmenge erhöht werden. Aber für den Anfang, für den Umstieg finde ich das super. Um da eben auf Brot nicht zurückgreifen zu müssen. Oder auch einfach über die Salate viele Kerne streuen. Also ich finde einfach Sonnenblumenkerne super, weil die recht günstig sind, häufig auch regional zu bekommen sind. Ansonsten kannst du zum Beispiel Nudeln ersetzen durch Zucchini-Nudeln. Da habe ich auch ein Rezept dazu gemacht, das findest du hier. Da hast du dann wirklich quasi, also allein so aus psychischer Sicht, so ein Nudelgericht einfach. Die Zucchini kannst du auch schälen, dann hast du komplett weiße Nudeln und ich kenne niemanden, dem das nicht schmeckt. Also bisher hat es allen meinen Gästen geschmeckt, sogar den Kindern. Das ist wirklich eine super Variante. Ansonsten kannst du zum Beispiel auch die Zucchini in ganz feine Scheiben schneiden mit einem Hobel. Und einfach mit was bestreichen und einrollen. Das wäre auch so eine Variante. Wenn du Brot als Unterlage ersetzen willst, also einfach als Grundlage für deine Aufstriche und Auflagen, da habe ich mir einfallen lassen, Kohlrabi-Scheiben zu schneiden. Also einfach so schöne dünne Kohlrabi-Scheiben, die können ja dann auch recht groß sein, wenn die Kohlrabi groß ist. Und das lässt sich wunderbar bestreichen. Das hat ja eine super Konsistenz, sehr fest, knackig, bissig. Und das kannst du echt gerade so während der Arbeit, wenn du was zum Knabbern haben willst, bevor du dann irgendwie ein Teilchen vom Bäcker isst, kannst du dann diese Kohlrabi-Scheibchen knabbern und eben auch mit aufstrichen und dann kann das sehr herzhaft sein. Oder auch abends mal nach der Arbeit oder so vom Fernseher ist das echt immer noch eine gesunde Alternative. Und natürlich bitte ordentlich kauen bei der Rohkost, gerade so bei so Sorten wie zum Beispiel Kohlrabi, dass da keine Verdauungsbeschwerden auftreten. Genau, also so kannst du Mehl, finde ich, ganz gut ersetzen. Oder wenn du Kuchen machst, da gibt es ja auch ganz viele Rohkostkuchenrezepte. Da werde ich auch bald ein Video dazu machen. Und da kannst du den Teig einfach auch aus Kernen und Nüssen herstellen. Mit ein bisschen Trockenobst zum Beispiel, damit es bindet. Das ist auch der nächste Punkt, wie du Zucker ersetzen kannst. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das findest du hier. Zucker kannst du super gut mit Stevia ersetzen oder im Smoothie eben ganz einfach mit Obst. Also da brauchst du sowieso nichts zu süßen, ne? Da ist ja dann in der Regel das Obst drin oder Trockenobst. Es gibt natürlich viele Variationen noch, wie du Zucker ersetzen kannst, zum Beispiel mit rohem Agavensirup, mit Apfeldicksaft, mit Birkenzucker, mit Birnendicksaft, Ahornsirup, das ist aber auch also fast nie roh. Falls du nicht vegan lebst oder nicht 100% vegan, ist Honig auch eine Alternative. Also es gibt da schon mehr Möglichkeiten. Allerdings finde ich, bist du mit Stevia und Obst einfach quasi auf Nummer sicher. Also damit kann man nichts falsch machen. Also gerade Stevia ist einfach nur eine Pflanze, die süß schmeckt. Wenn du die in trockener, gemalter Form zu dir nimmst, und zwar keinen Auszug, sondern wirklich die komplette Pflanze, die Blätter von ihr gemahlen, die erhöht weder den Blutzuckerspiegel noch sonst irgendwas, ist einfach nur süß. Genau, so kannst du Zucker ganz gut ersetzen. Butter kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt gerade beim Umstieg bist und noch Brot isst oder wenn du auch einfach nicht 100% roh dich ernährst, was übrigens die meisten Rohköstler nicht machen. Also die meisten Rohköstler ernähren sich nicht 100% roh. Also, dass da auch mal die Illusion so weggenommen wird, also gar keine Panik. Die wenigsten ernähren sich 100% roh. Also, wenn du einfach Butter auf dem Brot ersetzen willst,
Dann ist Mandelpüree eine super, super gute Sache. Die gibt es auch in Rohkostqualität. Link findest du auch in der Infobox, weil häufig gibt es die nicht im Bioladen in Rohkostqualität, sondern man muss die dann doch online bestellen. Aber die kannst du sehr gut zum Aufstreichen aufs Brot verwenden. Mandelpüree kannst du auch grundsätzlich für so viele Dinge verwenden. Also beim Zubereiten der Nahrung, so als Soßengrundlage und so weiter zum Binden. Also die ist sehr, sehr gut. Ei kannst du ganz gut ersetzen, indem du zum Beispiel gemahlene Flohsamenschalen nimmst oder gemahlene Leinsamen oder auch Karob, also Johannisbrotkernmehl. Das ist, finde ich, eher so eine Festigkeitsgeschichte, das Karobgel, also nicht so sehr so eine Bindegeschichte. Aber einfach mal ausprobieren. Also diese drei Dinge eignen sich sehr gut. Auch Sojamehl kannst du benutzen. Allerdings bin ich halt nicht so der Soja-Befürworter. Das kannst du natürlich für dich selbst entscheiden. Das bindet eigentlich auch noch ganz gut, wenn du eben zum Beispiel ja auch mal irgendwie einen Crepe oder einen Pfannkuchen machen willst. Das kannst du ja auf rohköstliche Art im Dörrgerät machen oder auf konventionelle Art in der Pfanne. Wenn du es in der Pfanne machst, dann bitte nur Kokosöl benutzen. Ich werde auf jeden Fall auch dazu noch ein extra Video machen. Es ist nämlich so, dass das Kokosöl das einzige ethisch vertretbare Öl ist, das hitzebeständig ist. Die anderen hitzebeständigen Fette oder Öle sind Palmöl und Butter, aber die kann ich beide aus ethischen Gründen nicht vertreten und empfehlen. Alle anderen Öle und Pflanzenöle und so weiter sind nicht hitzestabil und entwickeln Toxine beim Erhitzen. Das einzige ist eben Kokosöl, was man da wirklich sorglos verwenden kann. Im Grunde. Milch kannst du super gut mit selbstgemachter Mandelmilch zum Beispiel ersetzen. Das Video findest du hier. Die kannst du aber auch kaufen, dann ist es nicht in Rohqualität höchstwahrscheinlich, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung für deine Gesundheit, da Kuhmilch einfach höchst krebserregend ist und viele andere Krankheiten begünstigt. Und Pflanzenmilch eben nicht. Also da gibt es, wie gesagt, Mandelmilch, Hafermilch, Haselnussmilch, Reismilch. Also es gibt so viele Varianten und du kannst ja auch komplett deine eigene kreieren, indem du mehrere Nüsse zusammenmischst, Pekannüsse, Macadamianüsse, Kürbiskerne, Sesamkörner, also du kannst ja alles Mögliche mischen. Es ist immer dasselbe Prinzip wie in dem Rezeptvideo für Mandelmilch. So, Milch, Fleisch, genau, der nächste und letzte Punkt ist Fleisch. Fleisch kannst du bezüglich des B12 ganz gut mit Algen ersetzen. Also in Algen ist ein sehr, sehr hoher Anteil an B12 vorhanden und vor allen Dingen auch in so einer Form, in der wir es als Menschen sehr gut aufnehmen können und verwerten können. Übrigens ist das auch ein Trugschluss, dass man als Veganer unabdingbar einen B12-Mangel haben muss. Genauso kann man als Mischköstler einen B12-Mangel haben. Also es geht immer um die gesunde Ernährung. Vegan heißt nicht gleich gesund oder ungesund und Mischköstler heißt auch nicht unbedingt gesund. So, neben dem Vorkommen in Algen kommen B12 Mikroorganismen oder das B12-Vitamin in der Schale der Sanddornfrucht vor, auch in einer super guten Qualität, für uns perfekt aufnehmbar und verwertbar. Also das kann man dann auch einfach, man kann Sanddornpulver kaufen und das einfach immer ein bisschen so in Smoothie reintun, alle paar Tage oder wie viel, also auch seltener oder öfter, also nach Belieben oder nach Gefühl. Das ist also quasi der Ersatz für das, ja, so oft zitierte wenn du mal B12. Vom Geschmack her einen Fleischersatz haben willst und nicht 100% roh lebst, dann finde ich gebratene Austernpilze super lecker. Die kommen dem Fleischgeschmack etwas nah oder übertreffen ihn sogar. Also ich finde es viel, viel leckerer. Und von der Konsistenz ist es auch so ein bisschen ähnlich. Also das ist echt nochmal so ein ganz guter pflanzlicher Tipp. Und beim Braten bitte nur Kokosöl benutzen. Das ist das einzige ethisch vertretbare und hitzestabile Öl. Alle anderen Pflanzenöle sind nicht hitzestabil und entwickeln Toxine beim Erhitzen, bis auf Palmöl. Aber Palmöl kann ich ethisch nicht vertreten.
Und Butter wäre auch noch hitzestabil, aber das kann ich ethisch sowieso nicht vertreten. Also dann bitte immer Kokosöl benutzen. Dann gibt es noch meinen letzten Tipp als Alternative, und zwar Schokolade. Wenn du gerne Schokolade isst und da eine gesunde Alternative haben möchtest, empfehle ich Kakao, also rohe Kakaobohnen oder rohe Kakaonibs oder rohen Kakaopulver. Das kannst du immer super gut einfach auch so in den Smoothie reinstreuen oder wenn du so köstliche Kuchen machst, benutzen. Die rohen Kakaobohnen oder auch die Nips kannst du so zwischendurch knabbern und du wirst eigentlich kein Verlangen mehr nach Schokolade haben. Und Kakao ist ja sowieso super, super gesund, ist voll mit Antioxidantien. David Wolf sagt auch, das ist eigentlich so das stärkste Antioxidant, was wir als Pflanze so zur Verfügung haben. Also mir gibt es auch mal richtig Power und Vitalität. Wenn du bisher sowieso nur dunkle Schokolade gegessen hast, dann wirst du sehen, dass du die eigentlich kaum noch brauchst. Wenn du allerdings so ein Vollmilchschokoladentyp bist, dann wird es schwierig, weil es natürlich sein kann, dass du gar nicht unbedingt die Schokolade brauchst, sondern entweder den Zucker. Und Zucker ist ja nach den führenden Forschern wirklich als Droge zu betrachten. Dazu habe ich ja das Video gemacht zu Zucker. Das heißt, es kann sein, dass du danach noch süchtig bist oder nach der Milch. Milch hat ja auch ein hohes Suchtpotenzial durch das darin enthaltene Caseomorphin, was einfach das Kalb an die Mutter binden soll. Also erstmal von der Vollmilchschokolade am besten wegkommen und dunkle Schokolade, die ist ja dann auch in der Regel vegan, dunkle Schokolade verzehren. Oder wenn du möchtest, natürlich auch direkt auf die rohe Variante und deinen rohen Kakao verzehren. Also ich wünsche dir super guten Appetit und hoffe, dass ich dir ein paar neue Dinge schenken konnte, mit denen du deinen rohköstlichen Alltag bereichern kannst. Viel Spaß dabei. Ciao!